So, hallo, herzlich willkommen auf der KZ-Gedenkstätte Dachau zum ersten Live-Rundgang via Facebook. Das ist für uns zur Premiere heute. Die Gedenkstätte ist seit inzwischen jetzt über 4 Wochen schon geschlossen. Und wir hoffen einfach jetzt in Zukunft mindestens einmal die Woche mit solchen Live-Rundgängen einen Blick trotzdem auf das Gelände werfen zu können mit euch zusammen. Und bestimmte Einzelaspekte, bestimmte Themen immer in kurzen Rundgängen zu beleuchten. Ja, mein Name ist Steffen Joost. Ich leite die Bildungsabteilung hier der Gedenkstätte, mache also den Anfang mit unserem Rundgang. In Zukunft werden es dann Haufen unserer Kolleginnen und Kollegen hier diese Rundgänge machen. Und wie ich sagte, das ist eine Premiere für uns. Also es ist das erste Mal, dass wir es versuchen. Also wir freuen uns auch über Feedback, was Technik und so weiter angeht, ob das alles gut funktioniert. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über Fragen und Kommentare. Also das heißt einfach, hier zu schauen, was interessiert euch, gibt es Sachen, die unklar sind, gerne einfach bitte in die Kommentare schreiben, dort Fragen stellen. Wir versuchen das dann direkt zum Teil entweder hier live im Rundgang schon zu beantworten oder ansonsten sitzt auch mein Kollege Dominik am Rechner und versucht dort Sachen zu beantworten. Mache ich direkt. One last thing, in case somebody is watching who's not speaking German, this tour is going to be in German, I'm sorry. In the future we are going to do tours in English and hopefully Italian as well. So just keep your eye on our Facebook page and we'll announce the tours in other languages. Genau. Der Titel des Rundgangs heute ist ja vom Namen zur Nummer, der Einlieferungsprozess im Konzentrationslager Dachau. Und wir gehen jetzt einmal kurz hier rüber, einfach nur, um einen Überblick zu kriegen. Denn wir stehen jetzt gerade hier vor dem Gelände oder zwischen dem Gelände des ehemaligen Häftlingslagers und des sogenannten SS-Übungslagers. Und das ist einer der Orte, an dem eben die Häftlinge während ihres Einlieferungsprozesses in der Regel vorbeikamen. Und wenn man jetzt das, was man hier auf diesem Luftbild sieht, April 45 aufgenommen von der amerikanischen Luftwaffe, das ist in diese Richtung. Und das ehemalige SS-Übungslager, heute Teil der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Und das, was man auf der anderen Seite nun eben sieht, also es hier ist auf dem Luftbild hier, das ist das sogenannte Schutzhaftlager oder Häftlingslager. Das heißt, das so Herz des Konzentrationslagers, das ist das, was hier hinten liegt und wo wir gleich auch zusammen hingehen. Ja, ich habe ja schon gesagt, also ganz viele Häftlinge kamen genau über diesen Weg hier ins Konzentrationslager. Und Steffi schaut schon, ob es schon eine Frage gibt, oder? Genau, ob die Häftlinge Nummern bekommen haben oder durften sie den Namen behalten? Genau, also die Häftlinge haben im Konzentrationslager alle eine Nummer bekommen. Und da komme ich einfach später nochmal drauf zu sprechen, genau an dem Ort, wo das passiert ist, auch welche, wie dieser Bedeutungswechsel zwischen man bekommt hier eine Nummer und der Name ist eigentlich nichts mehr wert, was das genau bedeutet. Ja, die Häftlinge kamen in der Frühphase in der Regel mit LKWs hierher. Also das Konzentrationslager Dachau wurde im März 1933 eröffnet und bestand dann eben 12 Jahre bis zum 29. April 1945. Und verschiedene Wege. In der Frühphase oft mit LKWs, später mit Zügen zum Dachauer Bahnhof, dann auch zu Fuß durch die Stadt Dachau hier zum Lager oder später auch mit Zügen direkt auf das SS-Gelände, aber dann wieder hierher laufend. Und werde im Lauf des Rundgangs auch, habe ich einen ganzen Haufen Quellen, Fotos, Zitate und sowas dabei. Und ich möchte mit einem eben aus dieser Frühphase des Lagers anfangen. Dieses Foto hier ist vom Mai 1933. Der Fotograf ist Friedrich Franz Bauer, ein Münchner Fotograf, der ab 33 im Auftrag der SS das Lager fotografiert hat und dementsprechend sehr stark Propagandafotografien gemacht hat. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen schaut, hier auf diesem Bild, sieht man so diese Häuserecke und diese Treppe. Und wenn wir jetzt hier rüber schauen, da seht ihr, das ist genau das Gebäude, was auf dem Foto zu sehen ist. Also das rechts mit diesem roten Dach. Da sieht man so ein bisschen hoffentlich auch in der Ferne diese Häuserecke und die Treppe. Eben heute Teil der Bereitschaftspolizei. Auf dem Foto sieht man Männer
Dachau war in erster Linie ein Männerlager. Frauen kamen vor allen Dingen erst ab 1944 hierher. Und es gibt so ein paar Hinweise, zum Beispiel hier, der Mann hat eine Tracht an und eine Lederhose. Das heißt also, es deutet so ein bisschen darauf hin, viele Häftlinge kamen am Anfang eben aus Süddeutschland. Es waren erster Linie politische Häftlinge, viele Kommunisten, Sozialdemokraten oder Gewerkschaftler, die der sogenannten Machtergreifung gegen die vorgegangen wurde und dann eben auch in die Konzentrationslager kam. Du hattest eben so geschaut, Steffi, oder? Es kam noch eine Frage zur genauen Bezeichnung, weil es ja heißt Konzentrationslager Dachau, ob es ein Arbeitslager war. Aber ich denke, da kommst du wahrscheinlich auch noch drauf. Ja, genau, komme ich noch mal drauf zu sprechen. Genau, das ist gute Frage. Genau, also quasi genau der genaue Name des Lagers hier in Dachau. Genau, hier rechts sieht man auch noch mal so ein LKW und natürlich Wachleute. Also. Und wir gehen jetzt einfach mal ein Stückchen schon mal in diese Richtung. Das ist nämlich genau der Weg, den die Häftlinge auch gehen mussten. Und eine der Sachen, die man jetzt auf solchen Fotos von der SS oft nicht sieht, ist die Gewalt, die mit diesem Einlieferungsprozess verbunden war. Es ist so, dass Dachau bestand 12 Jahre und war über 200.000 Häftlinge waren hier. Das heißt also, die Geschichten hier, die es zu erzählen gäbe, sind natürlich unglaublich umfangreich. Also wir könnten hier eigentlich 200.000 Geschichten erzählen. Aber die sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber eine der Sachen, die sehr viele Überlebende zumindest berichten, ist, dass dieser Einlieferungsprozess ein gewalttätiger war. Und das sieht man dann stärker in anderen Quellen, nämlich in Quellen von Häftlingen. Und dazu habe ich auch noch mal was mitgebracht. Eine Zeichnung von Michal Porulski, ein polnischer Häftling, der hier in Dachau inhaftiert war und der das Lager überlebt hat. Und nach seiner Befreiung 1945 direkt danach eine ganze Reihe von Gemälden gemalt hat, die das Lagerleben, den Lageralltag darstellen. Und in diesem Fall eben eine Einlieferungsszene. Und man kann das hier wieder sehen, hier ist so ein Haus. Und das ist genau das Haus hinter uns, das sogenannte Jourhaus. Jour, französisch Tag, das Haus der Tagwache. Und das heißt, wir stehen auch wirklich jetzt genau an dieser Stelle, die Porulski hier in diesem Gemälde zeigt. Wir wissen nicht genau, an welchem Tag das vielleicht sein soll, ob das mehr so eine allgemeine Darstellung dieses Einlieferungsprozesses war, ob es sein eigener war. Aber das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Es zeigt uns nämlich einfach einen anderen Aspekt als den, den die Propagandafotos der SS zeigen. Und nämlich hier den SS-Mann, den man sieht, der mit einem Stock schlägt, hier jemanden, der mit dem Gewehrkolben schlägt und wirklich diese Gewalttätigkeit, diese Gewalt, die dieser Einlieferungsprozess ausgemacht hat, das ist was, was eben sehr, sehr, sehr viele Häftlinge hier in Dachau erleben mussten. Gut, dann gehen wir jetzt ein Stück hier rüber, denn ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Und zwar einfach schon mal, bevor wir weitermachen, so ein bisschen auch zusammenfassen, was kommt eigentlich auf uns zu. Wir haben Häftlinge diesen Prozess erlebt, bevor wir dann so auch mal auf die Einzelaspekte gehen. Und wir stehen dazu jetzt nämlich am Gebäude der politischen Abteilung. Das sieht man hier am Boden. Das sind so Metallecken und die zeigen an, wo früher her eben dieses Gebäude stand. Und ja, ich lese jetzt noch mal ein Zitat vor von Leonhard Blach. Leonhard Blach war ein Sinto aus Österreich, der 1940 verhaftet worden ist und am 30. Dezember 1940 hier nach Dachau kam. Er hat eine ganze Reihe von anderen Lagern auch durchlaufen und hat aber überlebt. Und sein Bericht über seine Haftzeit ist einer der wenigen Berichte von einem Häftling, der als sogenannter Zigeuner verhaftet wurde, den wir überhaupt heute haben. Und er berichtet eben im Jahr 2002 über seine Einlieferung. Im Lager sind wir zunächst aufgenommen worden. Woher wir kommen, wie wir heißen. Dann wurden die Nummern aufgeschrieben. Von da aus kamen wir in die Bekleidungskammer, wo wir uns ausziehen mussten. Alle waren nackt und da haben wir uns geschert, überall, wo man halt Haare hat. Anschließend bekamen wir Sträflingskleidung und unsere Nummer. Meine war ungefähr 2260, genau weiß ich es nicht mehr. Ich bekam gleich einen Kinnhaken, dass ich mich überschlug, weil ich mich nicht richtig hingestellt hatte. Ich kam in Block 22, wo auch noch andere sind, die inhaftiert waren. Daran sieht man schon so dieser gesamte Prozess auch nochmal, wie Leonhard Blach ihn hier erlebt hat, eben einer
ganz stark immer mit Gewalt verbunden und mit sehr vielen verschiedenen einzelnen Bestandteilen. Und eben in dieser sogenannten politischen Abteilung, da fing das Ganze dann mit dieser Registrierung hier im Lager an. Steffi Schautert, gibt es gerade noch eine Frage? Nee, gut. Und zwar ist es so, dass in der politischen Abteilung die Gestapo, das ist der Gestapo-Unterstand oder der politischen Partei, Polizei, Nationalsozialismus, und die eben hier eine eigene Abteilung hatten im Konzentrationslager. Und hier fand die erste Registrierung statt. Also hier, die politische Abteilung war auch für die Nummernvergabe zuständig. Das war ja vorhin die Frage. Und alle Häftlinge bekamen im Laufe dieses Prozesses eben, wie Leonard Blach das auch beschrieben hat, eine Nummer. Und das war das, was dann relevant war. Es war diese Nummer, mit der man dann aufgerufen wurde. Es war die Nummer, mit der man zu Arbeitskommandos eingeteilt wurde. Es war nicht der Name, der wichtig war, sondern die Nummer, die in Dachau übrigens einmalig war. Das heißt also, weil sie ein bisschen in den ersten 6 Jahren wurden einmal Nummern verteilt. Danach hat man wieder angefangen, von 1 zu zählen, zu beginnen, weil das Lager zwischendurch geräumt wurde. Aber Häftlinge, die zum Beispiel starben, deren Nummern wurden nicht neu vergeben. Das heißt, diese Nummer war dann erstmal immer einzigartig. Und ja, ich habe noch mal ein Zitat mitgebracht zu dem, was eigentlich passiert während dieses Registrierungsprozesses und der erkennungsdienstlichen Behandlung, wie das hieß, in der politischen Abteilung, in diesem Fall von Albert Theiss. Albert Theiss war Luxemburger im luxemburgischen Militär, in der sogenannten Freiwilligenkompanie. Und er wurde zur Wehrmacht eingezogen nach der Besetzung Luxemburgs und hat sich geweigert, einen Eid auf Hitler zu schwören. Und damit, deswegen ist er ins Konzentrationslager Dachau gekommen. Und er hat auch überlebt und erinnert sich in seinen Erinnerungen an die erkennungsdienstliche Behandlung hier in der Baracke. Vor dem Jurhaus, also das, was wir eben gesehen hatten, stiegen die Gefangenen aus, gingen in die Baracke von der politischen Abteilung. Dort wurden ihre Personalien aufgenommen. Der Schutzhaftlagebefehl war inzwischen eingetroffen, warum der verhaftet wurde und so weiter. Es wurde der Steckbrief fotografisch festgehalten mit dem berühmten System. Denn im Stuhl war eine Nadel, der SS-Mann wollte nicht immer sagen, der Nächste. Der hat dann auf den Knopf gedrückt, die Nadel ging in den Allerwertesten. Der Häftling ist dann aufgesprungen, das brauchte nicht weiterer Worte, dann kam der Nächste an die Reihe. Dann ist man ins Jurhaus eingetreten und hier ins Lager. Und die, ja. Die eine Anregung war, wenn ich eine Frage stelle, solltest du es freundlicherweise wiederholen, damit man das besser. Entschuldigung, hat. Klar. Und eine Frage dazu zum Thema Nummern, ob die in Dachau tätowiert wurden. Nein, also die Nummern, Entschuldigung. Genau, ich soll die Fragen wiederholen. Die Frage war, ob die Nummern in Dachau eintätowiert wurden. Das war nicht so. Das ist was in Auschwitz passiert ist. Und in Dachau haben die Häftlinge die Nummer auf die Häftlingsuniform aufgenäht bekommen. Zum einen auf die Brusttasche und zum anderen ans Bein der Häftlingsuniform. Und genau, aber keine Tätowierung. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe noch ein Foto mitgebracht oder ein Teil aus einer Akte. Das ist die, Felix Dachinger. Felix Dachinger war ein jüdischer Kaufmann aus Gemund, der verhaftet worden war, weil ihm die örtliche Polizei kommunistische Umtriebe unterstellte und Unterstützung der KPD. Und der ist deswegen in Schutzhaft genommen worden, ins Konzentrationslager Dachau. Und das Foto, was hier gemacht wurde, also man sieht hier, nämlich steht ja Dachau drauf, 38, das Foto ist dann in seine Gestapo-Akte gewandert, woraus dieses Blatt dann stammt. Er hat Glück gehabt, er hat Dachau überlebt und ist dann aus Deutschland auch, hat noch fliehen können aus Deutschland, ist nach Palästina ausgewandert, hat also den Krieg auch überlebt. Ja, wir gehen jetzt weiter. In dem Zitat von Theiss kam das ja eben schon durch. Der nächste Schritt war, durch das Jurhaus zu gehen in das eigentliche Häftlingslager. Und ich würde gern einfach, während wir laufen, gleich nochmal ein Zitat vorlesen und dem so ein bisschen hinterherlaufen. Und das ist ein Zitat in diesem Fall von Edgar Kupfer-Kobawitz. Wir können schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Edgar Kupfer-Kobawitz war als sogenannter politischer Häftling auch hier in Dachau. Er ist nach der Machtergreifung geflohen, zunächst ins Exil gegangen, zunächst nach Frankreich, dann nach Italien, ist dort aber verhaftet worden
und nach Deutschland ins Konzentrationslager gekommen. Und er hat später das Glück gehabt, hier in Dachau im Lager eine Position als Buchhalter in einer Fabrik zu bekommen. Und dort hat er heimlich Tagebuch geführt. Und das ist das, was man, hier auf seinem Schoß sieht. Also dieses Tagebuch, das hat er heimlich geführt, hat die Blätter dazu hinter der Wand und unter Bodendielen versteckt, so dass es überlebt hat und die Veröffentlichung, die daraus gekommen, die er daraus gemacht hat, aus seinen Erinnerungen und diesem Tagebuch, ist heute eine unglaublich wichtige Quelle über das, was im Konzentrationslager passiert ist. So. Hm? Der SS-Mann, der uns hierher geführt hatte, holte uns wieder ab. Zwei und zwei marschierten wir durch das Tor. Er rief in den Wachraum, 5 Zugänge im Lager. Der Wachhabende vertiefte sich in eine Liste, dann befahl er, Tor auf. In das aus dicken Eisenstangen geschmiedete Gitter des Tores war eine kleine Pforte eingelassen. Sie öffnete sich gerade so weit, dass ein Mann passieren konnte. In schmiedeeisernen Lettern trug sie als Verzierung die Inschrift Arbeit macht frei. Wir gingen einzeln durch das Tor und marschierten dann wieder zwei und zwei weiter. Vor uns breitete sich ein großer freier Platz aus, wie ein Kasernenhof. Zu unserer Rechten lag ein großes weißes Gebäude in Hufeisenform. Neben mir ging ein Mann mit einem künstlichen Bein. Er flüsterte, dort rechts ist das Wirtschaftsgebäude, in der Mitte die Küche, daneben das Bad, im unteren Flügel ist die Kammer für Kleider, Wäsche und Schuhe, die Schusterei und die Schneiderei. Er deutete auf zwei Rasenflächen, die sich vor dem Wirtschaftsgebäude ausbreiteten. Große Blumenbeete zierten sie. Sieht das nicht alles friedlich aus, harmlos und einladend? Muss man nicht denken, es sei schön, hier zu leben? Das, was Edgar Kupfer-Kurowitz dort in seinem Bericht beschreibt, eben diesen Bereich zwischen diesem hufeisenförmigen Gebäude, also genau dieses Wirtschaftsgebäude, ist das, was man heute hier noch sieht. Dieser Bereich dazwischen, hier in der Mitte, das ist dort, wo heute das sogenannte internationale Mahnmal steht, also das zentrale Denkmal für die Häftlinge des Konzentrationslagers hier in Dachau. Außerdem sieht man hier auf dem Appellplatz, das ist dieser ganze Platz hier, zwei Baracken. Das sind beides Rekonstruktionen, das heißt, es sind beides keine Originale mehr. Die Originale sind Anfang der 60er Jahre abgerissen worden und stattdessen eben gibt es zwei Rekonstruktionen und dann eben das Jurhaus nochmal, durch das wir eben durchgegangen sind. Gut, der nächste Schritt nach dem Appellplatz, also der Appellplatz diente im Konzentrationslager zum einen als Versammlungsort für die Häftlinge, die hier mindestens einmal am Morgen und einmal am Abend, am Anfang auch mittags, sich versammeln mussten, um gezählt zu werden, unter anderem. Der Appellplatz diente während des Einlieferungsprozesses oft auch als Zwischenstation. Gerade große Transporte mussten hier oft warten, bis sie dann grüppchenweise in den sogenannten Schubraum kamen, wo wir gleich hingehen. Bei ganz großen Transporten war es auch oft so, dass einfach hier auf dem Appellplatz Schreibtische aufgestellt wurden. In der allerersten Baracke befand sich damals die Lagerschreibstube. Das heißt, die Häftlinge, da wurden Schreibtische rausgetragen, hier aufgestellt. Und dieser ganze Prozess fand dann hier draußen statt. Aber wie gesagt, in der Regel gab es dafür als nächsten Raum eben den sogenannten Schubraum. Und ja, das ist das, wo wir jetzt als nächstes hingehen. So, wir gehen jetzt in das Museumsgebäude rein, also das ehemalige Wirtschaftsgebäude für diejenigen, die auch noch nicht hier waren. Hier befindet sich die Hauptausstellung als Museum der Gedenkstätte drin. Und wir laufen jetzt hier erstmal durch die ersten Räume so ein bisschen durch. Das soll heute nicht Thema sein. Es gibt natürlich sehr, sehr viel zu erzählen, aber in dem kürzeren Zeitraum, den wir uns jetzt gesteckt haben, versuchen wir uns eben auf ein paar kleinere Aspekte zu konzentrieren. Der Schubraum, in den wir gleich reingehen,
war eben ein Raum, den gab es ab 1933 in dieser Art im Lager. Es gab also dort schon einen Raum, der diesen Namen hatte und der eben für die Registrierung, für die Einlieferung genutzt wurde. Schub steht einfach für einen Schubhäftling, also eine Gruppe von Häftlingen, die hineinkamen. Und später im Lager befand sich hier eben die sogenannte Häftlingseigentumsverwaltung oder die Effektenverwaltung. Und was es damit auf sich hat, möchte ich euch eben dann jetzt gleich erklären. Vielleicht können wir erst noch mal einen kurzen Schwenk auch noch mal durch den Raum machen, dass man den noch mal sieht. So, genau, ich habe das eben schon gesagt, es geht hier um Effekten. Effekten, damit sind die, das ist persönliche Eigentum der Häftlinge gemeint. Und es gibt hier eben in der Ausstellung, in den Vitrinen, ja, gesagt, so ein paar persönliche Gegenstände von Häftlingen, die sie abgeben mussten, als sie hier reinkamen. Und genau, ich kann mir da ein bisschen was gerade mal abfilmen. Grundsätzlich ist es so, dass die Häftlinge, wenn sie hier reinkamen, auf der einen Seite des Raums standen und auf der anderen Seite, da wo jetzt, oder weil sie dort, wo diese Vitrinen sind, die jetzt gerade abgefilmt werden, dort standen Schreibtische und auf der anderen Seite dieser Schreibtische standen dann Funktionshäftlinge, also Häftlinge, die für die SS gearbeitet haben. Viele dieser ganzen Prozesse wurden von Häftlingen eben übernommen. Und die haben dann, diese Registrierung des Eigentums der Häftlinge übernommen. Und alle Häftlinge mussten, wenn sie hier reinkamen, ihr gesamtes persönliches Hab und Gut abgeben. Und das bedeutete sowohl die gesamte Kleidung, aber eben auch alles andere. Also wir haben hier, vielleicht habt ihr es gerade mit Überfilm gesehen, Uhren, Pässe, hier ist so ein Rätselheft beispielsweise und so weiter. Es gibt eine Frage. Das ist gut. Also das sind, und zwar jetzt, Entschuldigung, genau, die woher die Gegenstände sind, die wir hier haben. Es ist so, die hier sind, es sind zum Teil Originale und die stammen aus den Arolsen Archives. Das ist der ehemalige Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen. Und dort sind nach dem Ende des Krieges, nach der Befreiung, ein ganz großer Teil der Dokumente, die aus den Konzentrationslagern gerettet wurden von Alliierten und dazu gehörten dann irgendwann auch diese Effekten, gelandet. Und da finden sich heute eben noch Teile dieser Effekten. Bad Arolsen, die Arolsen Archives versuchen in den letzten Jahren ganz stark Angehörige ausfindig zu machen. Das heißt, sie schauen, ob sie Leute finden und vielleicht, das kann man nämlich vielleicht hier gerade sehen. Hier haben wir nur Fotos aktuell von den Gegenständen, weil die Angehörigen von Alfred Elgar eben gefunden wurden und die Gegenstände wiederbekommen haben, was natürlich auch sehr schön ist. Und deswegen sind bei uns teilweise nur Reproduktionen da drin. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, Gegenstände. Genau, dass, wenn die Häftlinge ihre Gegenstände abgeben mussten, wurde das registriert. Ich habe das einfach mal für einen Häftling mitgebracht. Sergei Korolev heißt er, ein russischer Häftling, ein Kriegsgefangener. Und alles, was die Häftlinge hier abgaben, wurde eingetragen auf so einer in so einem Effektenverzeichnis. Und das kann man hier so also sehen. Ein Hut beispielsweise, zwei Hemden mitgebracht, einen Pullover und so weiter. Das wurde hier alles säuberlich eingetragen. Das musste der Häftling selber unterschreiben. Es unterschrieb ein SS-Mann. Und das Eigentum, die Effekten, wanderten dann in eine Papiertüte und wurden auf dem Dach dieses Gebäudes hier, auf dem Dachboden, untergebracht. Und es war in der Tat so gedacht, dass wenn Häftlinge zum Beispiel in ein anderes Lager verlegt wurden, dass sie diese Effekten mitnehmen konnten. Also nicht selber mitnehmen konnten, sondern dass sie mitgeschickt wurden. Also das heißt, immer von einem Lager ins nächste. Und es gibt durchaus Berichte von Häftlingen, die erzählen, dass sie nach mehreren Jahren in verschiedenen Lagern befreit wurden und ihre Effekten dann wiedergefunden haben in dem Lager, wo sie gerade waren. Ich
schauen auf meine Liste, ob ich was vergessen habe hier. Ah, genau. Ich würde euch gern einfach auch noch mal auch so einen Blick ganz knapp hier zumindest in die Ausstellung geben. Denn ein Ziel der Ausstellung hier in der Gedenkstätte ist natürlich auch eben diesen Prozess vom der Entindividualisierung, der eben ganz, ganz stark stattfindet während diesem Einäferungsprozess, dem was entgegenzuwirken und dem die Persönlichkeiten, die Individualität dieser Häftlinge entgegenzusetzen. Und auf dieser Fahne, die man jetzt hier gerade sieht, sind Privatfotos von Häftlingen, die hier in Dachau waren, abgebildet. Und ich würde einfach mal zwei rauspicken, zu denen man was sagen kann. Das eine ist hier unten Juri Piskunow. Juri Piskunow war gerade 17, als er hier nach Dachau kam. Er kam aus der Ukraine, hatte dort in einer kleineren Widerstandsgruppe gegen die deutsche Besatzung gekämpft. Die Gruppe war verraten worden, er wurde verhaftet, kam hier nach Dachau, ist in Dachau schwer gefoltert worden, unter anderem in einer sogenannten Stehzelle. Er hat aber überlebt und ist später Modedesigner geworden in der Sowjetunion. Und vielleicht noch einen zweiten ist er hier, Korbinian Aigner, sieht es schon hier, ein katholischer Priester. Korbinian Aigner hat nach dem Attentat von Georg Elser, der vor kurzem hier Todestag hatte, der hier in Dachau ermordet worden ist, im Religionsunterricht über das Gebot des Du sollst nicht töten gesprochen und im Grunde genommen dieses Attentat verteidigt. Und er ist verraten worden, also Schüler haben mit Eltern gesprochen, andere Lehrer und man ist zur Polizei gekommen und er ist ebenfalls verhaftet worden und hat mehrere Jahre hier in Dachau im Konzentrationslager verbracht, bis er ganz zum Schluss befreit wurde. Und wenn wir jetzt einmal nämlich noch zurückgehen, dann uns auf die Rückseite drehen, dann sieht man diesen Prozess vielleicht auch abschließend noch mal ganz gut, der hier nämlich passiert. Das heißt also, aus Häftlingen, die eben sehr, sehr individuell aussahen, wird eine, zumindest wird es auch versucht, in der Propaganda zu darzustellen, eine gleichförmige Masse. Das ist ein Foto wieder aus dem Studio von Friedrich Franz Bauer. Und das ist auch mal ein ganz starkes Propagandafoto, in dem man das auch nochmal sieht, wie über diese Fotos versucht wurde, die Häftlinge auch nochmal zu entmenschlichen. Das heißt, es ist von oben aufgenommen, man kann das hier so ein bisschen, glaube ich, ganz gut erkennen. Die Häftlinge mussten offensichtlich gegen die Sonne schauen. Und dadurch wird aus diesen individuellen Menschen eine ganz, ganz gleichförmige Masse. Und es wird versucht, eben durch die Propagandafotografie auch diesen Häftlingen dort ihre Menschlichkeit, ihre Individualität zu nehmen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, denn der nächste Schritt, der passierte im Rahmen des Einäferungsprozesses, war das sogenannte Häftlingsbad. Die Häftlinge hatten also hier ihre gesamte Kleidung verloren und mussten nun zum Duschen und zum Rasieren. Und dazu gehen wir jetzt gerade hier durch auch nochmal ein paar Räume. Und auch dieser ganze Prozess war wieder das, was wir vorhin auch schon bei Leonhard Blach gehört hatten. Wenn man nicht schnell genug war, wurde man angeschrien. Es waren immer SS-Männer da, die geschlagen haben, die im Zweifel getreten haben, die einen gepeitscht haben und Ähnliches. Das konnte also dann auch sehr schnell gehen und das Häftlinge haben in diesem Prozess auch sehr schnell lernen müssen, wie man zu überleben hat, wie man umzugehen hat in diesem ganzen KZ-System. Jetzt sind wir eben im sogenannten Häftlingsbad und wir schauen uns vielleicht einfach kurz einmal hier ein paar Objekte an als erstes. Nämlich hier in der Vitrine sind Utensilien zum Rasieren ausgestellt von einem Häftling. Und Häftlinge wurden also nackt hier rübergebracht, wurden dann hier oder in einem der Vorräume rasiert. Es wurden immer die Kopfhaare abgeschnitten, ganz oft auch eben alle Körperhaare. Das musste alles sehr, sehr schnell gehen. Es kam oft zu Schnittverletzungen, danach wurde desinfiziert. Dieses Desinfizieren mit Schnittverletzungen natürlich auch wieder schmerzhaft. Also da sieht man auch schon wieder, diese Gewalttätigkeit, auch wirklich in so Kleinigkeiten festgehalten. Und danach ging es zum Duschen für die Häftlinge.
Und das ist nämlich das, was wir jetzt hier sehen. Wir gehen jetzt gerade mal hier rüber, dass dieser Teil hier des Raumes war der Duschbereich. Überall hier an der Decke entlang befanden sich Duschköpfe und am Boden auf dieser Wanne so Holzbohlen. Und hier wurden die Häftlinge geduscht. Und das war auch gerade während dieses Einlieferungsprozesses wieder eine sehr, sehr individuelle Erfahrung, wo man wieder ganz gut merken kann, wie unterschiedlich das bei 200.000 Häftlingen auch war. Es gibt Berichte beispielsweise, ich habe vor kurzem eingelesen von Joseph, glaube ich, Rovin, einem französischen Häftling, der erzählt, dass er nach mehreren Tagen in einem Zugwaggon froh war, geduscht zu werden, dass er froh war, endlich sauber zu werden. So. Während es natürlich wiederum andere Häftlinge gibt, die berichten, dass dieser Prozess des Duschens genutzt wurde, um sie zu terrorisieren. Also es wurde das Wasser beispielsweise ganz kalt geschaltet und dann im Winter die Häftlinge zum Trockenwerden einfach nach draußen gebracht, noch nass. Oder es wurde zwischen brühend heiß und kochen und ganz kalt hin und her geschaltet. Aber daran sieht man wieder, also dieser ganze Prozess, dieses im Lager eben ein sehr, sehr individueller. Und danach war der letzte Schritt, der stattfand, war das Erhalten der Häftlingskleidung. Und sagen, dazu gehen wir gerade auch noch mal einen Schritt hier rüber in der Ausstellung. Dass man das gleich im Spiegeln so ganz gut sehen kann. Hier sieht man von einem polnischen Häftling, von Stanislaw Waglawicz, seine Häftlingsuniform. Und diese gestreifte Uniform ist das, was wahrscheinlich ganz, ganz viele kennen, auch von Filmen, auch von Fotos und so weiter. Es ist aber so, dass es ja so etwa ab 1943 die Versorgung auch schwierig wurde in den Lagern und ganz oft Häftlinge, die auch beispielsweise nicht nach draußen mussten, also im Lager gearbeitet haben, keine gestreifte Kleidung mehr bekommen haben. Und das sieht man jetzt nämlich hier. Ich habe das ist eine Tarockkarte, das ist eine Spielkarte, die hat Boris Kobe gemalt. Boris Kobe war ein slowenischer Häftling, ein Architekt, der nach Dachau kam, dann nach Überlingen am Bodensee, dann nach Allach hier in der Nähe, dort befreit wurde. Der hat so ein ganzes Kartenspiel gemalt, in dem er verschiedene Aspekte des Lagerlebens zeigt. Und was er jetzt hier zeigt, oder dieses, ist die Quarantäne. Das ist der letzte Schritt. Die Häftlinge sind geduscht worden, sind registriert worden und danach kamen sie in Quarantäne. Und die Häftlinge auf diesem Bild, da hat nur noch einer eine gestreifte Hose an. Die anderen Häftlinge haben Zivilkleidung an. Das, was man hier sieht, Zivilkleidung, die mit einem X oder einem KL für Konzentrationslager kenntlich gemacht wurde. Und was man hier nämlich auch, glaube ich, schon ganz gut sieht, ich drehe es gerade nochmal um, auch sehr unterschiedliche Kopfbedeckungen. Diese Häftlinge sehen ziemlich wild aus, so in der nicht mehr besonders ordentlich. Und diese Erfahrung, dass aus seiner Zivilkleidung rauskommen, ist etwas, was Edgar Kupfer-Kobawitz, den wir eben schon mal gehört haben, auch ganz gut beschreibt. Und damit möchte ich jetzt nämlich auch so ein bisschen abschließen. Noch einmal eben aus seinem Bericht was vorlesen. Hier im Häftlingsbad, wie er seine Kleidung bekommt. Auf einer Bank lag bündelweise unsere neue Kleidung. Ich kam als Letzter daran. Nur ein einziges Bündel war noch da. Ein Hemd, das mir nicht weit über den Nagel ging. Eine dünne Unterhose, sie reichte bis unter die Knie. Dafür umfasste sie meinen Leib nur teilweise. Strümpfe, bei denen die Ferse des Strumpfes auf die Mitte der Sohle kamen. Und der gestreifte Anzug. Die Hose hörte eine Handbreit über den Knöcheln auf. Der Kittel schloss mit Mühe unten mit Mühe und Not. Ich hatte zwei verschiedene Schuhe erwischt. Einer passte, der andere war in der Folterkammer. Aber ich musste hinein, denn der SS-Mann rollte schon wild mit den Augen und trat bedrohlich leer. Ich blickte staunend an mir hinunter. Dann aber sah ich die anderen dastehen. Sie warteten auf mich. Sie waren anzusehen wie Harlekine. Sie, die eben noch wie ganz normale Bürger ausgesehen hatten. Wie unglückliche Clowns standen sie da. Äußerlich wenigstens konnte man uns kaum wiedererkennen. Und innerlich? Schon fühlte ich mich nicht mehr als Zivilist. Ein anderer war ich geworden. Aber wer? Das Leben draußen schien fern und seit langem vorbei.
Ein neues Dasein, eine neue Welt hatte für mich begonnen. Dachau, ein von Stacheldraht umzäunter Fleck Erde. Damit endet eben, und das auch Edgar Cooper jetzt ganz gut beschreibt, so dieser Einlieferungsprozess im Lager. Häftlinge werden eben vom Namen zur Nummer am Ende. Und es gibt noch zwei Fragen. Hm? Die eine, ob es eben Ausschreitungen bei der Einlieferungsprozedur schon gegeben hat oder nicht. Und dann eben nochmal die Frage von vorher mit der Definition Arbeitslager. Entschuldigung, danke. Also die erste Frage war gerade, ob es ja Ausschreitungen gab während dieser Prozedur. Das ist uns nicht bekannt. Also ist hier in Dachau nicht irgendwie zu Aufständen währenddessen gekommen. Und ich glaube, das ist auch so, dass dieser ganze Prozess natürlich in seiner Brutalität und seiner, so wie er angelegt war, genau das verhindern sollte. Also die Häftlinge wirklich hatten überhaupt keine Chance, sich zu wehren. Und Überlebende, die ist eine Frage, die auch ganz oft an Überlebende gestellt wurden, die sagen, naja, ich konnte nicht. Ich war völlig desorientiert, ich wusste nicht genau, was mir passiert. Vielleicht wollte man auch überleben. Man hatte das Gefühl, wenn ich jetzt hier mitmache, dann gucke ich erst mal, was passiert und ob ich überleben kann. Also hier aus Dachau ist es nicht. Es gibt natürlich in anderen Konzentrationslagern, in anderen Situationen Aufstände. Also gibt Aufstände des sogenannten Sonderkommandos in Auschwitz, die einen Teil der Gaskammer, die Gaskammer bedienen mussten, dort einen Aufstand hatten. Es gibt einen Aufstand in Sobibor beispielsweise oder auch im sogenannten Zigeunerfamilienlager in Auschwitz, wo ein Aufstand die Vergasung von sehr, sehr vielen Menschen dort auch verhindert hat. Aber gesagt, nicht hier in Dachau während dem Einlieferungsprozess. Genau, und die zweite Frage, stimmt, das hatte ich vorhin vergessen, war die Frage, ob Dachau eigentlich ein Arbeitslager war. In dem Sinne schon. Also die offizielle Bezeichnung war Konzentrationslager allerdings. Und man muss immer mit diesem Arbeitslager, das stimmt natürlich, also weil Dachau, die Häftlinge hier hergebracht wurden, um zu arbeiten. Es war kein Vernichtungslager, wie beispielsweise die Lage der Operation Reinhard, also Sobibor oder Belzec. Aber man muss immer auch so ein bisschen aufpassen, weil in der NS-Propaganda diese Idee des Arbeitslagers immer was gewesen ist, um dieses Lager auch zu rechtfertigen. Also von Anfang an dieses Arbeit macht frei beispielsweise, das in dem schon mitschwingt, dass wer hier hart genug arbeitet, kommt frei und natürlich auch damit mitschwingt, die Leute, die hierher kommen, haben bisher nicht gearbeitet. Was war auch, was eben gerade Juden, sogenannten Asozialen, vorgeworfen wurde oder auch Kommunisten. Also man hat bisher nicht für die sogenannte Volksgemeinschaft gearbeitet. Also daher ja, es war ein Arbeitslager, aber sagt, man muss dann auch immer diese NS-Propaganda da mitbedenken. Okay. Wenn es jetzt gerade erstmal keine Fragen gibt, sehr gut, dann sind wir, glaube ich, in der Zeit ziemlich gut. Also wir hatten uns ja so eine Dreiviertelstunde etwa gesetzt für den ganzen Rundgang mit Fragen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass so viele Leute zugeschaut haben, hier Fragen gestellt haben. Und ich hoffe, dass, wenn wir das in den nächsten Wochen weitermachen, auch weiterhin ihr zuschaut. Und eine Frage sind schon. Kein Problem. Da kannst du ja vielleicht sagen, dass wir von anderen. Ja, okay, Entschuldigung. Da stimmt es, dass sie nie in Betrieb waren. Vielleicht kann ich das ganz kurz sagen. Genau, also die Gaskammer in Dachau ist definitiv nicht für Massenvernichtung genutzt worden. Das ist immer so ein bisschen schwieriger Punkt, weil die Quellenlage dafür sehr unklar ist. Es ist davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine kleine Gruppe von Häftlingen in Dachau in der Gaskammer ermordet worden ist. Aber wie gesagt, die Quellenlage dazu ist sehr schwach, weil natürlich auch die SS, das gehörte zu den Sachen, zu den Dokumenten, die sehr, sehr früh vernichtet worden sind, noch vor der Befreiung. Genau, vielleicht so das ganz knapp in der Kürze. Da werden wir auch mit Sicherheit in einem der anderen Rundgänge nochmal gründlicher darauf eingehen. Es liegt für die nicht in der Gedenkstätte waren, es liegt am anderen Ende des Geländes. Und quasi da muss man dann einen eigenen Rundgang machen, dass man diesen Bereich dann anschaut. Ja, dann möchte ich vielleicht ganz zum Schluss noch kurz auf ein paar Sachen hinweisen.
Am 3. Mai findet in Dachau dieses Jahr, hätte hier unsere Befreiungsfeier auf dem Gelände stattgefunden. Das passiert natürlich dieses Jahr nicht, aber wir haben ein digitales Angebot, was zum 3. Mai auf unserer Webseite erscheinen wird und mit Grußworten, mit Statements von Überlebenden und so. Wir haben außerdem auf der Webseite schon begonnen, kleinere Artikel zu schreiben zu ehemaligen Häftlingen mit Audiobeiträgen, bisher zu Georg Elser und Max Mannheimer, die sehr spannend sind. Außerdem haben wir der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit der Gedenkstätte das Projekt Die Befreiung gestaltet. Das ist ein virtueller Rundgang zum Tag der Befreiung, also dem 29. April 1945. Ich zeige gleich nochmal diese, oder? Ich kann es noch gerade. Oh, eine. Schauen. Entschuldigung. Kaputt. Mal ein Zettel. Für diejenigen, die gerne schauen möchten, also die Webseite der Gedenkstätte und dort nochmal sehen kann und auch die Adresse von Die Befreiung. Ganz spannendes Projekt, was ich wirklich nur empfehlen kann, sich anzuschauen. Und dann ganz wichtig, wir machen nächste Woche mit unseren Rundgängen hier weiter, also am 28. April wieder um 16 Uhr. Kollegin Steffi, die heute die Fragen vorgelesen hat, hat einen Rundgang vorbereitet zum Häftling Franz Brückel. Der hat seinen Todestag an dem Tag. Sein 110. Geburtstag wäre es gewesen an diesem Tag. Genau, und Franz Brückel, ein Häftling mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Und Steffi wird hier dann in einem Rundgang das zeigen, wo man seine Spuren auch hier in der Gedenkstätte findet. Ja, in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal.